Die Bezirke-Tournee wird, wie Sie es bisher gewohnt waren, weitergeführt. Es wird weiterhin 4 Produktionen pro Spielzeit geben, die durch die Bezirke touren, und alle Spielstätten bleiben auch erhalten. Inhaltlich sehen wir uns der ursprünglichen Tradition des Formats verpflichtet, gesellschaftlich relevantes, mutiges Theater zu programmieren. Wir sehen die Bezirke weniger als Raum für fiktive Geschichten, sondern mehr als Town Halls, wo wir künstlerisch und poetisch nach Zugängen suchen, unsere Gesellschaft abzubilden und gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen. Und zwar diskursiv, partizipativ und dokumentarisch. Dafür geben wir eigene Textkreationen in Auftrag und entwickeln Stoffe selbst. Die ersten beiden Produktionen, die von unserem neuen Team gemeinsam geplant wurden, darf ich Ihnen jetzt vorstellen und markieren bereits diesen inhaltlichen Umbruch. Ab Februar wird die Recherche-Show vom Grazer Regisseur und Nestroy-Preisträger Ed Hauswirth durch die Bezirke touren. Wir freuen uns extrem, da mit dem Theater im Bahnhof Graz kooperieren zu dürfen, wodurch Sie die Möglichkeit haben, die gerade mit dem österreichischen Filmpreis ausgezeichnete Schauspielerin Pia Hirziger live auf den Bühnen der Bezirke erleben zu dürfen. Ab Februar wird die Recherche-Show vom Grazer Regisseur und Nestroy-Preisträger Ed Hauswirth durch die Bezirke touren. Wir sind sehr, sehr glücklich, bei dieser Produktion mit dem Theater im Bahnhof Graz kooperieren zu können, wodurch Sie die Möglichkeit haben, unter anderem die gerade mit dem österreichischen Filmpreis ausgezeichnete Schauspielerin Pia Hirziger live auf den Bühnen der Bezirke erleben zu können. Auch bei der Rechercheshow werden wir mit dem Dossier-Magazin kooperieren. Die Journalistinnen von Dossier recherchieren jetzt gerade zu den geheimen Machenschaften eines österreichischen Großkonzerns. Den Namen dieses Großkonzerns kann ich Ihnen jetzt natürlich noch nicht verraten. Doch sobald diese Recherche fertiggestellt ist, werden wir vom Volkstheater in einer kollektiven Kreation dieser Recherche in eine Unterhaltungsshow umwandeln und Schauspiel und Journalismus miteinander verschmelzen lassen. In Heldenplätze setzen wir uns damit auseinander, wie unsere Erinnerung funktioniert. Sind wir einfach Opfer unserer Erinnerungen? Kommen die einfach hergeflogen und gehen wieder? Oder können wir unser Gedächtnis bis zu einem gewissen Grad steuern? In diesem Spannungsfeld habe ich einen Monolog geschrieben, wo die Protagonistin Theresa, die von Gerti Drassel gespielt werden wird, tief in ihre eigene Biografie eintauchen muss und sich damit konfrontieren wird, auf wessen Kosten sie ihre glücklichen Kindheitserinnerungen aufrechterhält. Was bedeutet eigentlich meine persönliche Geschichte für die Geschichte? Und gibt es irgendwas, was wir alle gemeinsam erinnern, sowas wie ein kollektives Gedächtnis? Und wenn ja, dann muss es doch auch was geben, was wir alle kollektiv verdrängen.